Heute zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir zuerst mal Ofenherdöpfeli. Ihr seht die Herdöpfel hier und ich habe für das eine Keramikschale gebraucht. Brauchen wir auch Olivenöl dafür. Salz. Pfeffer. Und Kümmel. Zuerst habe ich Olivenöl in die Schale geschüttet. Ihr könnt aber auch Backpapier reinlegen. Dann braucht ihr nicht so viel Olivenöl. Und denkt daran, wenn ihr Keramik, Porzellan oder eine Glasschüssel braucht für den Backofen, dann dort den Backofen nie vorher aufheizen. Dort das Zeug rein und dann kalt in den Backofen stellen und dann erst anlassen. Weil sonst könnt ihr euch eure Schüsseln versprengen. Ihr habt gesehen, ich habe die Herdöpfel kalbiert. Das ist ein ganz schnelles Rezept für Leute, die keine Lust haben zum Kochen oder die schnell geht. Olivenöl drüber. Und gleich ist es sehr gut. Also die Ofenherdöpfel lieben wir beide wie verrückt. Dann ein bisschen Salz drauf. Also ein bisschen Herdöpfel braucht ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und Kümmel. Und ich habe von dem auch genug drauf. Da. Ich tue immer ein viel drauf, weil ich gerne, wenn der Geschmack intensiv ist. Ja, und dann ist er schon so weit, dass er in den Backofen kann. Das war's schon. In den Backofen rein, kalt. Denkt daran, in kalten Backofen. Und ich habe ja einen alten Backofen ohne Umluft. Mit Ober- und Unterhitze auf 200 Grad. Für eine Stunde bis anderthalb Stunden lassen wir das backen. So, dann gehen wir zu unseren Bulleschnitzeli. Insgesamt 4 Bullefilet habe ich gekauft. Fleischklopfer dazu. Salz. Pfeffer. Und süße Paprikapuder. Dann habe ich einen Gefrierbeutel genommen, den aufgeschnitten, damit ich das Fleisch darauf dann klopfen kann. Zuerst habe ich es halbiert. Ich war das Messer nicht so gewohnt, darum ist es etwas schwierig gegangen. Und dann habe ich die andere Hälfte vom Plastik, von der Gefrier, von dem Plastiksack drüber gelegt und nachher das Fleisch geklopft, damit es etwas flacher wird. So, wenn ich alles Fleisch geklopft hatte, habe ich alles zusammengepackt und die Hände schon vorgeschossen, weil ich will kein Risiko eingehen mit Salmonellen. Und ich habe dann wieder neue Hände angelegt. Die Hände gewaschen, neue Hände angelegt und die Hände schon wieder abgewaschen, bevor ich an die Lebensmittel dran bin. Dann habe ich eine Plastikschale genommen, so etwas wie Tupperware. Ist es aber nicht, aber so etwas Ähnliches. Dann habe ich Salz drin, Pfeffer drin. Paprikapuder zu süssen. Also einfach nicht scharf. He? Kein scharfes, zu milden. Dann habe ich das erste Schnitzel reingelegt. Und dann tut man das salzen. Gut salzen. Und genug Pfeffer drauf. Weil nachher tut man das nächste Stück Fleisch drauflegen. Das muss ja gegenseitig sich würzen. Und das macht man so bis zu den letzten Stückchen.
So, das ist das Fleisch auch schon parat. Dann kann man nachher das panieren. Dann habe ich zuerst in die Pfanne Öl drin. Dort direkt eine ganze Liter Flasche drin machen. Nicht wie ich habe Fehler gemacht. Ich habe nur einen halben Liter Sonnenblumenkernöl drin. Dort alles drin. Weil so Schnitzel müssen schwimmend backen, braten. Dann braucht man Weissmehl dazu. 4 Eier. Paniermehl. Peterli, das ist noch von meinem Balkon. Der wächst immer noch. Dann noch etwas Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Dann mit dem Schwingbesen die Eier ein bisschen verquirlen. Und dann haben wir Peterli, mein Peterli aus meinem, von meinem Balkon, der immer noch wächst, drei Schnäffeln. Das gibt echt einen guten Geschmack. Also die Schnitzel sind wunderbar, also super, super gut. Wieder alles ein bisschen verquirlen. Dann tun wir noch ein bisschen Salz drin, nicht zu viel, einfach ein bisschen, ja. Damit es nicht zu monoton ist, der Eiergeschmack. Ein bisschen Pfeffer und dann noch einmal verquirlen, alles gut. Dann wären wir soweit. Und das ist jetzt der Trick, wenn ihr dort eine Holzkelle nehmt und wenn, die, wenn ihr die ins Öl dunkelt und es brutzelt, dann haben wir 180 Grad von der Temperatur erreicht vom Öl. Und dann können wir anfangen, die Schnitzel panieren. Zuerst natürlich ins Mehl rein. Gut mehlen. Dann ins Ei rein. Und macht, dass Peterli dann mitkommt, dass ihr auch Peterli dabei habt. Aber das geht eigentlich ohne Probleme. Und dann ins Paniermehl rein. Man muss nicht zu fest drauf drücken, einfach schön ein paar Mal hin und her. Und dann ab in die Fritteuse, also frittieren in die Pfanne. Und ihr seht, das dickere Schnitzel ist jetzt nicht geschwommen, hat es nicht geschwommen gebacken, sollte aber. Ich habe dann noch mehr Öl drin. Und ihr müsst eine Seite bei der dicken Schnitzel 2-3 Minuten drin lassen und bei der dünnen 2 Minuten längt also. Ja, also die dünnen Schnitzel 2-2 Minuten und dann einmal drehen und dann noch einmal 2 Minuten. Und beim dicken da habe ich 3 Minuten je drin gelassen. Es geht also relativ zügig. Ihr könnt auch einfach auf die Panade schauen, weil bei mir geht das nach Gefühl. Ja, ich schaue da nicht auf die Uhr, es geht nach Gefühl. Und einfach wenn die Panade, wenn es mit dünker Panade ist, nachher, dann kann man es rausnehmen. Und dann tut man es ein bisschen abtropfen und dann auf einem Zewa-Wisch unterweg, also auf dem Küchenpapier, noch ein bisschen abtropfen, dass das Fett ein bisschen weggeht. Und ich habe einen Tick, ich tue immer, gerade wenn es aus der Pfanne kommt, und ich tue es auf den Teller, dann nehme ich immer ein bisschen Zitronensaft. Ich habe das mal pressiert, weil ich auch mitten in der Arbeit war. Und dann habe ich halt diesen Zitronensaft gebraucht und tue ein bisschen von dem einen Spritz aufs Fleisch. Im Zustand, wenn es so Feuer heiß ist, wenn es also direkt aus der Pfanne kommt, weil das zieht das so richtig ein und es gibt noch einen extra guten Geschmack. Also ich habe einfach diesen Tick. Ich hätte eigentlich auch frische Zitronen nehmen. Ich hatte frische Zitronen im Kühlschrank. Aber ich habe so pressiert, dass ich das genommen. So, und dann war das dicke Schnitzel auch nachher. Aber wie gesagt, ich koche nach Gefühl. Also das mit der Zeit, das habe ich euch jetzt gesagt, weil ich extra drauf geschaut habe. Aber sonst, auch eben hier auch wieder Zitronensaft drauf. Und hier seht ihr, hier ist mehr Öl drin. Es muss also wirklich schwimmen. Das Fleisch muss drin schwimmen, das ist viel besser.
Und wenn du so Zitronensaft drauf tust, ist es so besser verdaulich, oder? Mit dem ganzen Fett, oder? Es war also super gut gewesen und auch knusprig. Aber ihr könnt Zitronensaft lassen, wenn ihr es nicht so gerne habt. Dann habe ich vom Rest des Ei eine Art Omelette-Teig gemacht mit ein bisschen Paniermehl. Weil wir das Ei fortschiessen. Weil wir sollten ein bisschen Respekt haben vor dem Lebensmittel und nicht alles immer fortschiessen. Dann habe ich das in das heisse Fett getan. Das hat dann eine Art wie eine Omelette gegeben, aber eine ganz luftige. Also wirklich luftig und gut. Ja. Natürlich gibt es beim Frittieren immer ein bisschen Sauereierküche, oder? Darum macht man das auch nicht so viel. Gewisse Leute machen es gar nicht. Ich mache es ab und zu, weil wir gehen eigentlich nie auswärts essen. Weil sagen wir immer, für das Geld kann ich eine ganze Woche einkaufen. Dann kaufe ich lieber das Zeug ein und tue lieber daheim essen. So, dann war das auch nachher. Das ist auch sehr schnell gegangen. Und ihr seht gerade, wie luftig das aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Aber es war sehr luftig und sehr gut. Sehr gut. So, nach einer Stunde und 20 Minuten waren die Herdöpfe auch nachher. Ihr seht, es hat eine braune Kruste oben drauf gegeben, dann sind sie nachher. Dann könnt ihr die auf die Teller drapieren und Schnitzel dazulegen. Und dann habt ihr euch nachts noch Salat dazu oder ein bisschen Gemüse und ihr habt perfekt gegessen. Ich wünsche euch gutes Gelingen, wenn ihr es nachkocht. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss zusammen, ciao ciao.